Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich Hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst am ersten Advent. Ich freue mich so. Endlich ist wieder Advent. Ich habe auch schon lange darauf gewartet. Jetzt gibt's wieder die leckeren Lebkuchen und Plätzchen. Und wenn ich ans Plätzchenbacken denke, dann rieche ich jetzt schon den leckeren Duft bei uns im ganzen Haus. Im Advent, da duftet es auch so richtig toll nach Tannenzweigen und Kerzen. Und alles ist so spannend und geheimnisvoll, bis endlich Weihnachten ist. Genau, diese besondere Zeit fängt jetzt an, weil heute der erste Advent ist und die erste Kerze am Adventskranz brennt. Sag mal, Freddy, weißt du, warum es überhaupt einen Adventskranz gibt? Zünden wir jeden Sonntag eine Kerze an, damit wir Weihnachten nicht verpassen? Das könnte sein. Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube, die Geschichte lassen wir uns mal erzählen. Vor etwas mehr als 180 Jahren lebte in Hamburg der evangelische Pfarrer Johann Wichern. Er sah in seiner Stadt viele Kinder, die kein Zuhause hatten und auf der Straße betteln und frieren mussten. Sie hatten niemand, der für sie sorgte. Sie waren noch klein und mussten schon auf der Straße leben. Das ließ Johann Wichern keine Ruhe und zum Glück bekam er von reichen Leuten ein altes Bauernhaus für diese armen Kinder geschenkt. Sie bekamen dort ein Bett zum Schlafen und zu essen. Und sie konnten in die Schule gehen, weil sie nicht mehr betteln mussten. Wichern wollte diesen Kindern ein Zuhause geben, wie in einer großen Familie. Er wollte ihnen zeigen, dass Gott sie liebt. Der November kam und verging langsam. Die Abende wurden immer länger und Wichern setzte sich zu den Kindern und erzählte ihnen Geschichten von Gott und Jesus, von Maria, Josef und Weihnachten. Die Kinder fragten ihn immer wieder: Wie lange dauert es noch bis Weihnachten? Wie oft müssen wir noch schlafen? Da hatte Johann Wichern eine Idee. Auf ein altes Wagenrad setzte er 4 dicke weiße Kerzen und dazwischen kleine rote Kerzen. Jeden Tag im Advent wurde eine kleine Kerze mehr angezündet und an den Sonntagen die dicken weißen Kerzen. Jetzt konnten die Kinder jeden Tag sehen, wie lange es noch bis Weihnachten dauert. Und jeden Abend wurde es ein wenig heller und fröhlicher im Raum. Jesus scheint wie ein großes Licht und macht das Dunkel in unserer Welt hell. Das hatten die Kinder ja selbst erlebt. Sie mussten nicht mehr auf der Straße leben, sondern schliefen in einem warmen Haus und bekamen zu essen. Sie konnten lernen und es war jemand da, der sich um sie kümmerte. Ihr trauriges Leben wurde hell und schön. Danke, Vater. Wir freuen uns wieder auf die Geburt deines Sohnes und auf Weihnachten. Danke für all die schönen Dinge, für alle Lichter und Düfte, für alle Spannung und Vorfreude. Sei du bei allen Kindern, denen es gerade nicht gut geht. Hilf ihnen, dass es hell in ihren Herzen wird. Amen. Uiuiui, so viele Kerzen waren auf dem ersten Adventskranz. Da wurde es wirklich richtig hell und schön. Das mit den Kerzen finde ich voll schön. Ich habe mir gedacht, ich möchte auch wieder Johann Wichern anderen helfen, dass sie sich freuen und es hell in ihrem Leben wird. Ich könnte mal mit Tom spielen. Der hat sonst keinen Freund, der mit ihm spielt. Und bei der Oma könnte ich auch mal wieder vorbeischauen. Das ist eine echt gute Idee. Das ist so, als wenn du ein Licht anzündest und es in den Herzen von Tom und deiner Oma wieder hell wird. So hat das Wichern uns vorgemacht.
Wenn wir uns um andere kümmern und die Liebe von Jesus weitergeben, dann wird es auf der Welt hell und schön. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit, machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Uiuiuiuiui, da duftet es sogar nach Plätzchen in meinem Schneckenhäuslein.